Seit 13 Jahren schon ist die Bildungsmesse in der Stadthalle Lauda ein fester Bestandteil im regionalen Veranstaltungskalender. Über 90 Aussteller bieten rund 100 Ausbildungs- und Studienangebote an. Am Freitag sind insgesamt 700 Schüler mit ihren Klassen vor Ort. Der Samstag steht dann vor allem dem Nachwuchs mit ihren Eltern zur Verfügung. Der ideale Messebesuch, der kann natürlich 2 Tage stattfinden. Heute ist der erste Tag, da kommen in der Regel die Schulklassen. Da kann man sich orientieren, auch mit unserem Spiel des Bomsus. Und morgen dann nochmal wiederkommen und dann ganz gezielt auf einzelne Betriebe zugehen. Und für den Samstag wünschen wir uns, dass die Eltern ihre Kinder begleiten. Nach unserer Erfahrung ist der Samstag immer der intensivste Tag, weil da wirklich sehr interessiertes Publikum kommt. Und ja, da geht es mehr um Qualität, weniger um Quantität bei den Besucherströmen. Die Organisatoren der Bildungsmesse legen großen Wert auf die Berufsorientierung. Denn die Auswahl ist groß, es gibt zahllose Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Über 40 Aussteller sind auch auf der Suche nach Studienanfängern. Zunehmend spielt auch bei den Jugendlichen das Studium oder das duale Studium eine große Rolle. Ich empfehle aber immer, sich nach eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden, eigene Interessen und Neigungen in den Mittelpunkt zu stellen und sich danach zu orientieren. Das kann im einen Fall eine Ausbildung sein, im anderen Fall auch ein Studium. Auf der Bildungsmesse finden Jugendliche eine ideale Plattform, die eigene berufliche Zukunft in Angriff zu nehmen. Zahlreiche Vorträge und Präsentationen informieren über aktuelle Trends in Sachen Ausbildung, Weiterbildung und Studium. Ich glaube, das ist den Unternehmen auch sehr klar, dass das kein Selbstläufer mehr ist, sondern dass man nur durch ganz aktive Akquise, durch Maßnahmen, durch ein strukturiertes Konzept der Nachwuchsgewinnung auch die entsprechenden jungen Fachkräfte dann gewinnt für die Ausbildung. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind so gut wie nie. Gute Fachkräfte werden fast schon händeringend gesucht. Auch für 2017 gibt es durchaus noch Möglichkeiten. Das Speed-Dating ist eine tolle Sache. Da gibt es die Chance für junge Leute, die dieses Jahr noch eine Ausbildung beginnen wollen, ihren passenden Ausbildungsbetrieb zu finden. Also ich kann nur empfehlen, kommt her, macht mit und findet euren Betrieb und eure Ausbildung. Und am besten tatsächlich die Bewerbungsmappe gleich mitbringen, oder? Genau, so ist es. Also am besten ist es, wenn man mit der Bewerbungsmappe selbst kommt, dann sind die Chancen am allergrößten. Der Samstag steht außerdem im Zeichen der Weiterbildung. Alle Infos zur Messe gibt's auch unter bildungsmesse-lauda-königshofen.de und natürlich unter fnweb.de.